herzliches Willkommen zurück zu Forza Horizon 2 und damit auch zu Storm Island, das DLC, und zu der Veranstaltung Modern Valley Championship in Tier 4. Die fangen wir heute an. Wir gucken uns mal auch gleich die Autos an dazu. Okay, wir haben einmal den 729er, den 600. Okay. Ich glaube, den hatten wir sogar schon, ne? Ich glaube, den brauchen wir nicht noch extra im Fuhrpark an. Okay, das ist die Modern Rallye-Meisterschaft. Wähle ein Rennen, damit wir loslegen können. So. Also ich bin mittlerweile echt froh, dass wir das DLC zocken können. Weil so können wir nämlich die Spieler dann auch wirklich auf 100% abschießen. Also mit allen drum und dran. Das ist nämlich halt für mich einfach auch mal wichtig zu sehen, wie lange ich brauche in der Aufnahme. Weil ab Forza Horizon 3 zum Beispiel, das streame ich ja dann auf Twitch nebenbei. Aktuell streamen wir ja sogar schon Forza Motorsport 6. Das nehme ich ja immer nebenbei schon auf. Auch da werden wir die DLCs streamen, weil es natürlich einfach besser ist für mich, einfach zeitlich. Das, was ich jetzt hier mache, das ist ja auch einfach nur noch nebenbei mal mit aufnehmen, weil ich ja jetzt das mit dem DLCs, mit den Lizenzen hingekriegt habe. Und wie gesagt, ab Forza Horizon 3, das streamen wir dann halt auch. Und das ist natürlich dann nochmal zusätzlich viel besser, weil wir natürlich dann auch nebenbei immer noch die Chat-Interaktion haben und ich dann automatisch auch sowieso schon angehalten bin, mehr zu labern. Und vor allem, wir können halt die Spiele jetzt auch wirklich hundertprozentig halt spielen mit DLC etc. Alles, was dazu gehört. Ist für mich natürlich auch noch umso besser, weil ich dann natürlich auch meinen Anspruch, das Spiel dann auch wirklich zu zocken, richtig, nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die DLCs dazu gerecht werde. Ich muss jetzt nachher nur noch mal gucken, wie teuer die DLCs in Forza 7 waren. Ich glaube, das ist halt noch eins. Ein Spiel, was gesupportet wird, bis der neuere Teil rauskommt, glaube ich. Müsste ich nachher aber nochmal gucken. Ich hoffe noch, weil ich dann mir natürlich nochmal alle Add-ons oder Erweiterungspakete für Forza 7 holen werde. Ich glaube, für Forza 4 hatte ich ja. Und für Forza 5 auch, durch den Pass. Und ja, dann gucken wir mal. Und dann gucken wir mal, dass wir dann halt auch gucken, dass wir auch nochmal schnell Forza Horizon 3 dann irgendwann mal durchspielen. Und dann auch Forza Horizon 4. Weil ich weiß auch nicht, wie lange die dann halt im Game Pass noch bleiben. Also Forza Horizon 4 zumindest. Vielleicht werde ich mir auch Forza Horizon 4 und Forza Horizon 5 auch nochmal als drittes Variante holen. Genau wie Forza Motorsport 8. Weil ich einfach generell der Meinung bin, dass die Spiele auf Disc immer noch eine sichere Alternative sind im Gegensatz zum Store. Weil, ja, das Problem ist, wenn sie dann halt die Support reinstellen von den Spielen, hat man die halt nicht mehr. Und gerade Forza-Spiele sind ja auch im Game Pass drin und wenn die dann den Support einstellen, was natürlich dann doof ist, dann sind die irgendwann vielleicht auch aus dem Game Pass oder so verschwunden. Und dann kann man die halt nicht mehr spielen. Das ist halt so. Das hast du richtig gut gemacht. Thank you.
So. So, gut. Dann haben wir natürlich das auch erledigt. So. Also ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass für uns das die DLCs oder die Add-ons für den Siemer-Teil, wenn es dann halt welche gibt, holen. Dass wir das dann halt auch komplett zocken können. Oder halt nochmal so die Forza Horizon 4 und 5 Teile sicherheitshalber. Ich weiß gar nicht, ob es beim Siemer überhaupt einen Add-on oder Add-ons gab. Die müsste ich mal gucken. Geht an dich.
So, dann gucken wir mal. Ja, wie gesagt, also wenn sich das hier auch mit den Folgenlängen alleine klärt, dass man hier auch ein bisschen mehr Veranstaltungen wieder kriegt, dann ist alles gut, ne? Ich habe mir die letzten Folgen hier auch Sorgen gemacht, dass eventuell die Länge der Folgen zu kurz sein könnten oder halt, so kurz, ne, von einigen Veranstaltungen. Das ist halt einfach so schwierig, aber wenn das sich das von alleine klärt und hier immer pro Veranstaltung 3 oder 4 Rennen bekommen, ist mir das auch recht. Dann kann es gerne machen, dann haben wir eine gesunde Folgenlänge, sag ich mal. Klar, bei den finalen Dingern, hier bei diesen Countdown-Final-Dingern, dass es meistens nur ein Rennen ist. Gut, das ist dann halt so, aber ja. Jetzt hast du einen weiteren Sieg in der Tasche. Gut gefahren.
Bitte, noch ein Sieg. Die Island Tour geht weiter und du sammelst eifrig Meisterschaftssiege. Gut gemacht. So. Okay, der Sieg meißelt deine Teilnahme am Finale in Stein. Das hier wird extremer als alle bisherigen Strecken beim Horizon. Wenn du bereit bist, kann es losgehen. Die machen wir aber zum Schluss. So, gut. In der nächsten Folge machen wir dann mit der Retro Hot Head Championship Veranstaltung weiter. Auch wenn wir quasi jetzt schon eigentlich theoretisch das Finale anscheinend fahren können. Was eigentlich neu wäre. Aber gut. Eigentlich kann das ja gar nicht sein, ne? Warte mal. Irgendwas ist doch hier komisch. Achso, nee, es gibt anscheinend noch ein extra Storm Island Finale. Okay, aber egal. Wir machen jetzt erstmal die Veranstaltung fertig. Und sehen dann uns in der nächsten Folge so Retro Hotel Championship wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.